Moin und hallo aus meinem Bastelzimmer. Ich hatte die letzten Tage ein bisschen Post bekommen und ich dachte, ich zeige sie euch mal. Ein paar hat sie jetzt schon gesehen, die angekommen sind. Ich bin ganz überrascht, dass dieses Jahr so viel mich erreicht hat. Aber ich habe mich auch trotzdem sehr gefreut, dass es zum Beispiel sehr neutral gehalten ist, weil ich einfach kein Fan von Weihnachten und dem ganzen Gedöns bin. Dass man mir das sehr schön gestaltet hat. Dafür danke ich sehr. Ja, und ich dachte mir, ich nehme das jetzt mal als Aufhänger für dieses Jahr, damit anzufangen, euch mal die geschickten Sachen zu zeigen. Denn ihr liebt ja diese Tauschpäckchen-Videos noch. Da ist es vielleicht ganz schön, wenn ich euch nur wieder mal zeige, was mich so erreicht. Ja, wer mir was schicken möchte, bitte schreibt mir eine persönliche Nachricht oder sowas, weil ich möchte natürlich nicht, dass es ausartet und ich möchte auch nicht zu viel bekommen und sowas. Wie gesagt, das ist früher ja echt ausgeartet. Aber wer natürlich irgendwie so einen Herzenswunsch hat, mir eine Kleinigkeit, was selbstgemachtes oder so zu schicken oder eine Karte, der kann mich natürlich privat oder mit der E-Mail immer anschreiben, ne? Also, ich möchte jetzt fürs neue Jahr keine Tauschbäckchen machen oder so, aber wenn es da mal jemanden gibt, der sich irgendwie in einer Form mir bedanken möchte oder mir eine Kleinigkeit schicken möchte, dann dürft ihr mich natürlich gerne fragen. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Das Silvester war gestern ein bisschen lang. Also, wir haben zwar nur zu zweit auf der Couch gesessen, aber wir haben Filme geguckt und haben lecker gegessen und ja, sie haben ordentlich geknallt draußen, muss ich ehrlich gestehen. Das hat mir nachher doch auf die Nerven, sie ist mir doch sehr auf die Nerven gegangen. Ja, jetzt haben wir einen wunderschönen Tag heute. Die Sonne scheint, deswegen ich perfekte Videolicht und mache euch deswegen das kleine Video. Da wir ja noch ein bisschen angeschlagen sind, war es einfach besser, dass wir noch mal ein bisschen zu Hause waren. Ja, so, und jetzt zeige ich euch, was mich erreicht hat. Ja, mich erreichte die Tage nochmal zwei kleine Päckchen, die möchte ich euch nochmal zeigen, weil das so schön ist. Ich liebe so selbstgemachte Kleinigkeiten und so viel Liebe drin steckt und vielen, vielen Dank. Es muss echt nie sein, aber wenn es dann kommt, freue ich mich sehr drüber. Die liebe Christine von 1000 Kleinigkeiten hier auf YouTube hat sich ja über die Kugel sehr gefreut, die ich verlost habe in meinem Black Friday Video, da die ursprüngliche Gewinnerin sich nicht gemeldet hat. Und daraufhin hat sie mir ein kleines Dankeschön, Goodie geschickt. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, was auf der Karte steht, aber sehr, sehr süß. Sie hat diese wunderschöne Karte gestaltet mit, ja, ich würde sagen, Anventurin und Brombeer. Tolle Kombination mit diesen Steinchen, wirklich. Also super schön. Danke, danke, danke. Und sie hat mir ein paar selbstgemachte Kleinigkeiten geschickt. Einmal dieses ganz tolle, große, ach hier, Notizbuch, Skizzenbuch. Also es ist auf jeden Fall mit Blankoseiten und hat hier dieses wunderschöne Motiv drauf. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Also da bin ich mir noch nicht sicher, was ich mitmache, aber super schön. Dann hat sie mir hier selbstgemachte Notizblöcke mit Katzenmotiven drauf geschickt. Auch sehr, sehr süß. Schaut mal. Wenn du mir nicht böse bist, werde ich davon definitiv einen an meine Mama weitergeben. Die freut sich auch über sowas immer. Weil ich werde bestimmt nicht fünf Notizblöcke gebrauchen können oder leer machen können. Aber ich werde definitiv, bekommt mein Mann eine, er darf sich eine aussuchen. Ich glaube, er wird sich wahrscheinlich den Simba-ähnlichen aussuchen. Und definitiv darf sich meine Mama eine aussuchen. Die liebt nämlich auch Notizblöcke und braucht immer mal welche. So, und jetzt mache ich das mal mit euch auf. Hat sie hier so echt toll verpackt, muss ich sagen. Eine gute Idee. Ist ein bisschen wie, wisst ihr, mit den Pocket Letter. Wie gesagt, die habe ich ja nie mitgemacht. Weil ich das System auch nie verstanden habe von den Pocket Lettern. Ja, mal gucken, ob ich ohne Klammeraffe das jetzt hier aufkriege. So. Und mal raushole. Denn sie hat mir hier noch so eine richtig süße Kleinigkeit gebastelt. Heute ist das Wetter endlich schön. Wir haben übrigens Neujahr. Und das Wetter ist richtig schön. Die haben ja so viel geknallt bei uns vor der Tür. So ein Dreck. Und es war nachher nur noch nervig und laut. Und ich weiß auch nicht. Muss nicht sein. Nach meiner Meinung nach reicht es auch, wenn Feuerwerk gemacht wird von der Regierung aus, wenn es kontrolliert ist. Weil gestern war es so stürmisch. Ich glaube, es war schon echt ein bisschen gefährlich, Feuerwerkskörper zu zünden. Naja, so viel dazu. Ja, so, jetzt habe ich lange gebraucht, das auszupacken. Ach, ist das niedlich. Schaut mal, wie süß das ist. Das ist ein Anhänger. Sie hat den hier gehäkelt. Sehr süß. Das ist ein Mädchen. Das ist hier sogar ein Buddy. Sehr cool. Ja. May hit an angel for you. Wie niedlich. Also, das ist ja echt eine süße Idee, ne? Hier mit diesem gestrickten, gehäkelten. Dann haben wir hier noch einen Anhänger dran. Auch wie so ein kleines Männchen hier. Mit Glöckchen. Und hier. So kleine, sieht aus wie so eine kleine Fee, ne?
Oh, das ist eine Sternchenfee. Sehr, sehr süß. Hier ist noch ein Hello Kitty dran. Niedlich. Also vielen, vielen Dank, liebe Christine. Das ist ja so Zucker. Wie niedlich ist das bitte? Wie liebevoll und aufwendig du das gebastelt hast. Das finde ich auch immer toll. Mit diesen habe ich auch noch ganz viele Klemmen. Da können wir auch noch ein paar DIYs mitmachen. Ja, also vielen, vielen Dank, liebe Christine, für dein Paket. Oder dein kleiner Brief. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Was für schöne Sachen. Ja, toll. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal das, was von der lieben Mulle angekommen ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das verdient habe. Die hat mir dieses Jahr im Dezember jetzt zwei Pakete geschickt. Fand ich total süß und zeige ich euch natürlich auch nochmal kurz. So, und ich glaube, ich muss die Kamera gleich mal von oben dann runternehmen, weil es dann einfacher zu sehen ist. Also sie hat mir hier so eine Explosionsbox gebastelt und geschickt. Und hier war das Schleifenband, womit es befestigt war. Ja, da war in dem Paket hier ein riesen Batzen Panini-Bilder. Also unglaublich viele von Schön und das Biest. Cinderella war dabei. Hier Cinderella, dann irgendwie ein paar von den gezeichneten, hier mit Aurora, die Zwerge, Aladdin, Jasmin. Also, ich kenne die sogar gar nicht. Also, sind auch keine Deutschen, oder? Ich weiß es nicht, ob man die hier bekommt. Ja, auf jeden Fall hier eine ganze Menge Sticker. Mal gucken, die werde ich eventuell, werde ich mit euch da vielleicht was mit basteln. Weil ich weiß nicht, ob ich mir die Panini-Hefte nochmal kaufen würde und die dann nur voll mache. Und ja, mal gucken. Also wirklich richtig, richtig viele. Dann hat sie mir selbstgemachte Brombeermarmelade mit reingetan. So ein kleines Gläschen. Richtig, richtig cool und lecker. Und dann diese wunderschöne selbstgemachte Explosionsbox. Die ist auch riesig. Und die zeige ich euch jetzt mal. Die öffnet man ja und dann fällt alles raus. In der Mitte ist schon das Highlight. Ich zeige sie euch jetzt erstmal so und dann nehme ich die Kamera gleich mal runter. Also sie hat die in so drei Layern aufeinander gelegt und gestaltet, was ich echt eine ganz tolle Idee finde auch. Dann hat sie jedes Blatt einzeln gestaltet und hier noch so Sachen reingelegt und noch Fotos von uns mitverarbeitet, die ich ihr geschickt hatte. Sehr witzig. Besondere Sticker für die Sammlung. Oh, guck mal, hier hat sie mir auch nochmal Sticker mit reingetan. Aber mit Gold, das ist richtig schön. Ja, vielleicht muss ich mir doch nochmal so ein Schön und das Biest Sammelheft kaufen. Ja, irgendwie habe ich die immer verpasst, diese Panini-Hefte. Das ist früher als Kind total oft gesammelt. Mein Bruder macht das noch hin und wieder, dass er aus alter Zeit Dinge noch vervollständigt. Ich habe noch ein Sailor Moon Panini-Heft tatsächlich. Muss ich mal gucken, wo es ist bei meinen Eltern. Sowas kann ich euch zum Beispiel auch nochmal zeigen. So Panini-Hefte habe ich natürlich als Kind gesammelt. Auch Disney-Panini-Hefte. König der Löwen. Ich hatte, glaube ich, Aladdin. Ich hatte Glöckner von Notre Dame, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte eine ganze Menge, ja, die natürlich nie komplett voll geworden sind, aber ja, da waren einige schöne dabei. Kennt ihr noch Panini und die Sticker und die Stickerhefte? Vielleicht kennen die auch einige von euch noch von euren Kindern. Ja, ich hole euch mal runter und zeige euch mal das im Detail. Also hier in der Mitte ist Mulan. Das ist eine Infinity-Figur. Vielleicht kennt der eine oder andere noch die Infinity-Spiele auf PlayStation oder ich glaube, sie gab es auch sogar auf Wii. Und bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe auch tatsächlich zwei, drei Figuren. Aladdin habe ich zum Beispiel und Donald, die ich mir günstig bekommen habe und mir dann hingestellt habe. Das Spiel habe ich leider nie besessen. Hätte ich immer gern gehabt, aber es war damals immer zu teuer. Und dann wurde es ja eingestellt, leider. So ähnlich wie mit dem Lego-Spiel, dieses Dimensions. Das fand ich ja auch echt witzig, die Idee, aber hat sich auch nicht rentiert. Naja, ich zeige euch jetzt mal die Box. Also sie hat hier ganz schön mit Sticker gearbeitet. Dann hat sie hier. Ja, hier die Cinderella-Uhr raufgeklebt, da steht drauf: A dream is a wish your heart makes. Dann eben hier nochmal: Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen, Walt Disney. Ja, hier auch noch mit einem Schmetterling. Dann diese Seite hier: Hier sind noch Lindor-Kugeln drin, ist frei. Dann hat sie hier noch ein Tee mit reingelegt. Ne? 22, eigentlich vom Adventskalender, aber ich glaube, das soll das Jahr symbolisieren. Hier steht nämlich nur noch Let It Go. Ja, dann hat sie mir hier eine Stickertüte noch mit reingepackt. Da sind, glaube ich, Sticker von ihr dabei. Wenn ich hier sehe, ist das Sailor Pluto und noch ein paar andere. Die gucke ich mir nachher nochmal an. Ja, heute schon genascht. Nö, klar, ich hate Katzen. Ich habe Katzen.
Okay, den Spruch verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Dann hat sie hier, ich hoffe, ich darf ihr das zeigen, ja, unser erster Besuch im Disneyland. Da hatten wir den Stormtrooper abgegriffen und hatten Glück gehabt im Studio, dass wir überhaupt jemanden getroffen haben. Wir wollten eigentlich Chewbacca treffen. War aber nicht so einfach. Damals lief alles noch über die Liberty-App mittreffen und das wussten wir alles nicht, weil es ja unser erster Trip war und total aufregend. Ja, hier hat sie noch die besonderen Sticker halt drin eingemacht. Super schön mit diesem Umschlag. Tolle Idee. Hier hat sie mir auch noch ein paar Sprüche draufgeschrieben. Zum Beispiel, Pooh, how do you spell love? You don't spell it, you feel it. Dann, the past can hurt, but you can either run from it or learn from it. Rafiki. Und manchmal ist der richtige Weg nicht der einfachste, Pocahontas. Ja, finde ich ganz, ganz toll. Hat sie mir hier so ran gemacht. Und hier ist noch ein Sticky Note. Block bei und hier ist nochmal unser Bild, wo wir auf den fliegenden Teppichen von Aladdin waren. Also wir hatten wirklich zwei richtig, richtig tolle Tage in Paris, im Disneyland. Wie gesagt, dazu existiert eigentlich auch noch ein Vlog. Also vielleicht werde ich den euch nochmal fertig machen. Und wie gesagt, die schöne Mulan-Figur hier in der Mitte. Also ein ganz, ganz tolle kleine Überraschung. Hat mich riesig gefreut, auch natürlich über die Marmelade und alles. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank auch an die liebe Mulle für diese Überraschung. Hätte nicht gedacht, sie hat mir zweimal diesen Monat was geschickt und ja, wir hatten längere Zeit einfach keinen Kontakt mehr und jetzt, ja, bin ich ganz überrascht, dass von ihr wieder ein bisschen mehr kommt, aber das finde ich ja auch trotzdem ganz schön, wenn es dann noch ein paar Leute gibt, die auch noch mal über alte Freundschaften ein bisschen mehr nachdenken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch nochmal mitgenommen habe in die Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Vielleicht mache ich das doch hin und wieder mal im Jahr, dass wenn mich ein paar Karten erreichen oder ein paar Kleinigkeiten, euch immer mal wieder so ein Video abfilme über Post. Das ist eigentlich immer ganz schön. Vielleicht habt ihr ja Lust auf sowas und wir schauen einfach mal, was das Jahr jetzt bringt und was es Neues reinkommt und wie sich das entwickelt, auch hier auf YouTube. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach dabei bleibt, meinen Kanal abonniert, das Glöckchen aktiviert, um nichts zu verpassen. Denn wie gesagt, der Austausch auf Social Media ist mit das Wichtigste, deswegen macht es am meisten Spaß. Und ich freue mich, wenn ihr weiterhin zuschaut und dabei seid dieses Jahr. Also vielen, vielen Dank und hier könnt ihr nochmal reinschauen für ein weiteres Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann sage ich ja tschüss, bye bye und au revoir.